Mein Name ist Gabriele Heinrich. Ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag und werde jetzt wieder kandidieren. Meine Themen sind vor allen Dingen Menschenrechte, humanitäre Hilfe und Entwicklung. Menschenrechte ist ein Thema, das ganz, ganz viele verschiedene Bereiche betrifft. Jetzt werde ich mit Schülern des Hans-Sachs-Gymnasiums diskutieren, mit der 11Q. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Themen heute kommen werden. Für mich ist, denke ich, besonders wichtig die Frage, wie kann man Jugendliche an Demokratie beteiligen? Wie kann man Jugendliche überhaupt beteiligen? Und ein wichtiger Schritt auf der politischen Ebene wäre für mich schon, das Wahlalter abzusenken auf 16 Jahre, weil im Moment ist ein ziemliches Ungleichgewicht da zwischen den Älteren, die entscheiden, und es sind zu wenig junge Leute, die mitentscheiden. Und deshalb ist mir sehr wichtig, dass es Projekte gibt, wie zum Beispiel Laut in der Stadt, wobei ich da keinen Einfluss habe. Aber was ich zum Beispiel machen kann, ich gehe relativ häufig in Schulen und versuche mich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen, ihre Fragen zu beantworten, aber auch zu hören, was so ihre Themen sind. Wenn ich Freizeit habe, dann bin ich gern hier in meinem Garten. Der Garten gehört zu einem Sportverein, dem TSV Johannes 1883, und ich bin hier auch zweite Vorsitzende. Ja, und mache halt das, was so dazugehört, zu dem normalen Vereinsleben, Organisation natürlich in erster Linie, und zu schauen, dass es dem Verein einigermaßen gut geht und hier der Breitensport, vor allen Dingen natürlich auch für Jugendliche, richtig gut durchgeführt werden kann. Ja, und ansonsten verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie, aber auch mit Freunden, und genieße es, wenn wir nicht über Politik reden. Ich bin in Nürnberg, als ich nach Nürnberg gekommen bin, in die SPD eingetreten, und erstmal vor allen Dingen, um hier ein bisschen mitmachen zu können, auch um Leute kennenzulernen. Ja, und dann fand ich das aber total spannend und konnte dann halt erstmal in meinem Ortsverein und später als Stadträtin oder auch im Vorstand sehr viel mitmachen, und ja, dabei bin ich geblieben und bin jetzt tatsächlich im Deutschen Bundestag.